Im heutigen Video befassen wir uns mit dem bifazialen Blatt, also mit dem mikroskopischen Querschnitt davon. Und bifazial heißt es deshalb, weil die Blattoberseite und die Blattunterseite unterschiedlich aussehen. Also hier ist die Oberseite und hier die Unterseite. Man sieht hier sowohl Blattunterseits, aber auch Blattoberseits Epidermiszellen. Diese sind nicht mit Chloroplasten gefüllt. Und sie sind regelmäßig angeordnet und man erkennt auch, dass zwischen den einzelnen Zellen ein Abstand ist. Also sie liegen nicht Zelle an Zelle. Das hat den Grund, ich wollte es nur verdeutlichen in der Zeichnung, dass die Zellwände der Epidermis etwas verdickt sind. Wie man erkennen kann, ist die Epidermis von einer Cuticula umgeben. Diese dient dem Austrocknungsschutz der Pflanze. Für den grünen Farbstoff oder für das grüne Erscheinen des Blattes ist prinzipiell das Mesophyll verantwortlich. Und das Mesophyll besteht aus einem Schwammparenchym und einem Palisadenparenchym. Also hier haben wir das Palisadenparenchym. Und hier das Schwammparenchym. Und gemeinsam ergeben sie das Mesophyll. Besonders an diesen Zellarten ist, dass das Palisadenparenchym länglich ist und den Großteil der Chloroplasten enthält. Das Schwammparenchym enthält zwar auch Chloroplasten, aber nur einen Bruchteil davon. Und die Zellen sind unregelmäßig angeordnet. In diesem Bereich kann man auch erkennen, dass hier vielfach die Interzellularen vorkommen, also diese Zellen, die keinen Inhalt haben. Diese Zellen nennt man auch Chlorenchym und Erenchym. In diesem Bereich der Zeichnung erkennt man auch die Leitbündel. Also das ist makroskopisch gesehen die Blattader. Es ist immer so, dass das Xylem zur Blattoberseite orientiert ist und das Phloem zur Blattunterseite. Und diese sind dann umgeben von der Parenchymscheide. Also das sind diese Zellen, die keine Chloroplasten enthalten und lückenlos zueinander stehen. So, das war es jetzt wieder zum Thema bifazialen Blatt. Ciao, bis zum nächsten Mal.